willkommen zu unserer exklusiven Sendung über das Gymnasium Ottobrunn. Für euch, liebe Abiturienten, und für Sie, liebe Eltern und Lehrer, habe ich, Strippung Eber, mich überreden lassen, hierher zurückzukehren und euch exklusive Geschichten über das Leben am GO zu erzählen und allen anderen das Leben am GO näher zu bringen. Wer sitzt nicht gerne bei 40 Grad in einem Klassenzimmer ohne Klimaapparat? Die Schüler sollen doch für ihr Leben lernen. In diesem Fall ist's wohl die Klimaerwärmung. An und schau nicht zu. Die Schule lehrt nicht nur den Lehrplan, sondern Mut. Das Leben stellt uns viele Fallen, doch dem werden wir gewachsen sein. Denn in 40 Jahren Schulgeschichte konnte die Schule auch zu Hause sein. Man nahm uns die Berührungsängste und spendete Zusammenhalt ist bei uns an der Schule eine ganz wichtige Sache und dazu gehört natürlich auch das Gemeinschaftsgefühl. Das alles, der Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl, wird super toll verkörpert von unserem Schulsong, das alle Schüler jeden Morgen und jeden Mittag über die Lautsprecheranlage zu hören bekommen. Was hältst du vom Schulsong? Super! Schau ihn ab. Einfach weg, ich schaff's nicht mehr. Hallo. Hallo. Was sagt ihr vom Schulsong? Scheiße. Total gut. Total gut. Ja, gut. Was sagt ihr vom Schulsong? Scheiße. Digitale Kommunikation ist bei uns immer auf dem neuesten Stand und äußerst wichtig. Deswegen ist auch unser Vertretungsplan stets digital, top aktualisiert und top modern. Was der gerade so macht. Hey, was ist da? Ist das gut? Hat er mit mir?
Nein! Das ist schon gehen! Okay, wir packen wir die Leute aus. Lasst uns doch einfach mal einen Blick dahin werfen. Hast du auch mal so viel Geld gespart? Nee, aber der Ausschlag ist einfach unerträglich. Auch schon wieder mal ein super toller Tag an der Schule. Ich gebe hiermit zurück an die Moderatoren und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Euer Srin Eva. Mit Sushi und dann halt mit japanisch essen, weil dann ist kein Joke. Ich wäre eher für Mathe statt für Sushi. Also wir japanisch essen und Mathe, das passt nicht. Sushi und Mathe schon. Ja, weil es jedes Mal der gleiche Satzbaukonstrukt, deutsch-technisch macht es mehr Sinn. Deutsch-technisch. Ach, Gott sei Dank.